Erinnert ihr euch an die Drohnenangriffe? Offiziell haben wir 5 Monate vorher gesagt, die Russen haben keine Drohnen, keine Panzer, keine Leute. Wie lächerlich das war. Das waren Putin-Versteher, die das angezweifelt haben. Jetzt berichten hier westliche Medien von Putins nächster Großoffensive. Ich will keinen Trend aufzeigen, aber wenn wir anfangen darüber zu sagen, dass die Russen nichts mehr haben, dann im Verlauf, wenn die Russen jetzt gefährlich werden und das, dann will ich nicht wissen, was in Zukunft passiert. Weil der nächste Schritt ist, dass wir Gebiet abgeben. Jetzt blöd gesprochen. Versteht ihr, wenn das weitergeht wie jetzt? Das ist das, was mir fehlt, dass wir so eine unverzerrte Berichterstattung haben. Und ich will in so einem ernsten Thema will ich keine Witze machen eigentlich. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Das werden die meisten Ukrainer nicht sehen wollen. Das werden die meisten Russen nicht sehen. Es wird dazu führen, dass die Situation weiter eskaliert und dass die Personen, die am Ende leiden, die armen Menschen sind, die an der Front sind. Wir alle haben das mitbekommen, das waren Aufrufe zu Melnik Zone, dass die Personen, die den ganzen Konflikt befeuern, dass die hierbei nichts zu verlieren haben. Und das ist das absolute Unding dabei. Ich glaube, das war Klitschko, der das gesagt hat. Es gab 6 Drohnen, von denen haben wir 5 abgeschossen und 2 haben jeweils dort und dort getroffen. Ihr denkt euch, Junge, Junge, ein Wahnsinnsboxer, kein großer Redner. Zelensky schwört Europa auf den Kampf an. Dann tritt er in die Fußstapfen von einer Baerbock, die hat versucht, das Ganze vorher zu ebnen. Ich habe ja in der Ukraine gelebt, wie einige von euch wissen. Es ist so, dass ich geplant hatte, dort Immobilien zu kaufen. Ich habe überlegt, wie ich das mache. Und einer der Punkte, den ich glaube, ihr könnt in einem Gebiet nur profitieren, wenn ihr euch komplett darauf einlasst. Das bedeutet, ich habe mich entschieden, dann will ich die Sprache lernen, wenn ich dort Immobilien kaufe. Immobilien, da geht es darum, zu welchem Einkaufspreis ihr das macht. Das heißt, ihr müsst Kontakte pflegen. Ich habe überlegt, dann lerne ich Ukrainisch. Dann wurde mir gesagt, bist du verrückt? Was meint ihr? Und meine Freundin sagt, hier spricht keiner Ukrainisch. Wenn du wirklich was Wichtiges machen willst, musst du Russisch sprechen. Die Menschen dort, ihr könnt das ja mal versuchen, wenn ihr mit Ukrainern redet, diese ganzen Lebensweisen, die sich so unterscheiden. Da habe ich immense Kritik von Ukrainern für bekommen, weil man sich anders sieht. Aber wie lange besteht denn dieser Unterschied? Wenn wir jetzt über diese ganze LGBTQ-Bewegung sprechen, dann weiß ich, dass in Kharkiv gab es das erste LGBTQ-Festival. Was sagen denn die Ukrainer dazu? Das wurde jetzt eingeführt, man verwestlicht sich. Wollen die Ukrainer das? Ich habe in keinem Land wie der Ukraine das gesehen, dass unter anderem Frauen sich so sehr beschwert haben, was in Europa für weiche Männer kommen. Ich teile die Meinung der ukrainischen Frauen. Ich warte, dass die europäischen Männer rausfinden, die jetzt sagen, oh, ihr seid uns ähnlich, dass sie das ebenfalls rausfinden. Wartet, wenn ihr das hört. Die ukrainischen Frauen, die haben wahre Werte, die haben noch ein traditionelles Rollenbild wie die Russen. Da wird man vielleicht, egal wie man dagegen vorstimmt, aber da wird man einstimmen. Man steht näher der Religion, man hat unter anderem Ansichten, das wurde mir erzählt von einer Freundin, während wir in Kiew waren, das war ein Trennungsgrund, die war mit einem Deutschen zusammen. Und der Deutsche verlangte, dass man die Kosten für die Wohnung teilte. Eine deutsche Ansicht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie die Ukrainer darüber gelacht haben. So. Wenn ihr das jetzt hört, dass das der europäische Lebensstil ist, in Deutschland ist das normal. Da kann man darüber reden, dass Rechnungen geteilt werden. Fragt eine Frau aus Kiew, eine Frau. Ihr habt jeglichen Respekt als Mann verloren. Ich finde das gut. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie unterschiedlich das ist, solltet ihr nur verstehen, was unser Lebensstil ist und was dann der ukrainische Lebensstil ist. Schaut euch unbedingt die Links in der Beschreibung an und folgt mir auf Telegram.